Ja, hallo, hier ist euer Thomas von Free and Ride und wir sind mal wieder im wunderschönen Bikepark OE. Was ich vorher unbedingt anmerken will, ey Leute, es gibt nicht die eine Fahrtechnik und es gibt nicht, oh, die Fahrtechnik von dem ist die gute Fahrtechnik und das ist die schlechte Fahrtechnik. Nein, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt fahren, weil nur dann werden wir bessere Mountainbiker. Alles, was ich hier in dem Video sage, ist natürlich aus meiner Erfahrung. Ich gebe allerdings tatsächlich wirklich fast nur Kurse im Bikepark, also Gravity Mountainbike. Ich mache nichts anderes, hauptsächlich da auch mit dem Themenschwerpunkt Springen. Das sind meine rein subjektiven Erfahrungen und Meinungen, die ich da so habe. Die können abweichen, sowohl vom klassischen Lehrinhalt der DIMP oder halt von anderen Fahrtechnikschulen, spielt keine Rolle. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung und das ist nicht die einzig richtige oder so. Das ist Blödsinn. Es gibt immer viele Wege führen nach Rom und es gibt viele Techniken, die man benutzen kann. Wie gesagt, Hauptsache ihr seid überhaupt auf dem Bike. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Videoreihe und dieses Intro wird jetzt immer kommen und dann wisst ihr sofort, hey, ein neues Fahrtechnik-Video ist da. Jo, danke fürs Zuschauen jetzt schon und nach dem Gucken ausschalten, biken gehen. Ciao, euer Thomas. Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Thomas von Free and Ride und der Daniel hat wieder so viel Langeweile, dass er mit mir in Olpe ein Video aufnimmt, weil er sonst nicht weiß, was der machen soll. So, heute ist das Thema und da widmen wir uns natürlich auch euch Usern und, wie man so schön sagt, Abonnenten, die eine Frage haben. Da kam zum Beispiel, ja, mein Lenker wackelt immer in der Landung oder meine Pedale verliere ich ständig in der Luft. Und deswegen machen wir heute das Video, die 5 häufigsten Ursachen, warum sich Springen einfach nicht gut anfühlt. Das werden wir heute mal aufarbeiten. Ich versuche das auch immer physikalisch zu erklären. Und viele Sachen, da wird es dann halt, wenn ihr das übt, dann zu Hause Klick machen. Also, ich wünsche euch wieder viel Spaß mit einem weiteren Fahrtechnik-Video von Free and Ride mit Videoassistenz von Daniel Daya. Scheiße, der kickt ja voll! Kennt ihr diese Situation auch bei einem Table? Ey Mist, der Sprung kickt mich so. So, viele sagen dann, der ist scheiße gebaut oder so. Nein, es liegt vielmehr daran, dass dieser Sprung nicht sehr hoch ist. Und daher bleiben nicht beide Räder gleichzeitig lange in einer Linie, sondern das eine Rad verlässt sich schon wieder und das andere ist gerade erst drin. Das heißt, hohe, große Tables kicken in der Regel immer weniger wie einer, der flach ist. Und er ist auch noch zusätzlich geshaped. Shape bedeutet, dass da so ein Konvex drin ist. Wenn die gerade sind wie ein Boner, kicken die in der Regel auch nicht. Aber wenn man halt einen Shape reinbringt, je stärker der ist und je steiler der wird, umso mehr kickt das. Wie bekomme ich das jetzt weg? Dafür gehen wir jetzt mal an diese böse kickende Kante. Folgendes Problem entsteht hier. Das Fahrrad kommt, das Vorderrad verlässt die Rampe, sinkt wieder ab. Und jetzt kommt erst das Hinterrad. Deswegen kickt dieser Sprung so. Wie kann ich das beheben? Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, die dann viele machen, die Beine anziehen. Was dann passiert, ist eigentlich logisch. Das Rad verlässt den Boden fast gar nicht. Man bekommt keine Airtime und wird langsam, weil man ja Energie absorbiert. Das zweite, was viele Leute dann machen, ist das berühmte Strecken im Absprung. Was aber oft dazu führt, dass die Landung dann sehr, sehr unschön wird, weil die meisten die Strecken im Absprung machen, dann auch noch zusätzlich die Beine anziehen und dadurch dann so eine Wurf-Landung oben auf dem Table kriegen. Die sauberste Lösung, wie gesagt, nur meiner Meinung nach, ist es, wenn man sich einfach vorstellt, dieser Kicker würde jetzt mal flach auf dem Boden liegen. Wie ist er dann, der Sprung? Guckt euch den mit der Landung zusammen, würde das Ganze umkippen, dann haben wir eigentlich einen Drop. Was machen wir bei einem Drop? Die Teller-Wegschiebtechnik, die Durchschiebtechnik. Wer nicht weiß, was der Vorderradimpuls ist, guckt sich bitte das 5 Übungen für zu Hause an. Das wird gleich oben von Daniel irgendwo da. Kommt das gleich als Link und dann könnt ihr euch das erstmal angucken, weil das ist die Basis für alles, was wir gerade so machen.
Wenn ich also jetzt rein physikalisch die Rampe verlängere, indem ich mein Vorderrad in dem Moment, wo es eigentlich die Rampe verlässt, aktiv nach vorne schiebe, dann wird jetzt das Hinterrad gekickt und das Rad liegt gerade. Wenn ihr das zu Hause übt, erstmal an der Bürgersteigkante oder so, bis beide Räder gleichzeitig landen, werdet ihr schnell merken, dass dieser Impuls auch bei steilen Kickern etc. wunderbar funktioniert. Warum bringe ich diese Technik bei? Aus zwei Gründen. Erstens, weil man sie sauber dosieren kann. Zweitens, weil man sie mit zwei Parametern einstellen kann. Einmal mit meiner Vorspannung. Spanne ich nur so viel vor, habe ich nur so viel Impuls. Spanne ich so viel vor, habe ich einen halben Meter Impuls. Dann kann ich aus der Anspannung, aus der Vorspannung, entweder das hier machen oder durch Explosivität das hier. Das heißt, ich kann einmal durch die Explosivität meiner Bewegung und einmal durch meinen Weg, die Wegstrecke meiner Bewegung, diesen Impuls ganz fein einstellen. Und durch das Zurückziehen, das werdet ihr gleich an dem Kicker sehen, kann ich sogar wieder zurückziehen in den Gorilla, in meine Gorilla-Position, in der ich ja sowieso immer fahre. Und dadurch kann ich das Vorderrad bestimmen, wann es wieder runtergeht in die Landung. Das heißt, ihr kommt schon zu dem Schritt, echtes aktives Springen durchzuführen. Aber es geht bei dem Impuls vor allen Dingen darum, zu sagen, hey, ich schieb durch und ich habe null mehr dieses Gefühl, dass das Rad kickt. Ich zeige das jetzt einmal an diesem Sprung und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Was ihr auch schön sehen könnt in dem Video ist, wie weit man auf einmal fliegt, obwohl ich eigentlich viel zu langsam für den Sprung war. Weil dieses Verlängern der Rampe bringt einen unglaublichen Effekt ins Bike. Übt es einfach, ihr werdet es nicht bereuen. Das zweite Thema, ein sehr leidiges, das kennen sehr viele und deswegen kaufen sich dann sehr viele zum Beispiel Klickpedale, um das Problem zu lösen. Obwohl es eigentlich ein Problem ist, was auf physikalischer Ebene ganz logisch und schnell und einfach zu erklären ist. Ich verliere beim Springen immer meine Pedale. Was muss ich jetzt dagegen machen? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Pedale kann eigentlich nur den Kontakt zum Fahrrad verlieren, wenn der Fuß gerade ist. Also jetzt. Sobald der Fuß entweder so ist, kann der Fuß nicht mehr nach oben, also in der lotrechten, weg. Oder sobald der Fuß so ist, kann er auch nicht mehr weg. Nur ein unaktivierter Fuß tut im Moment der Schwerelosigkeit. Das ist bei jedem Table, bei jedem Kicker, fliegen wir ja hoch und landen irgendwann. Und zwischen Landung und Absprung gibt es eine kurze Phase der Schwerelosigkeit. Genau da verlieren wir die Pedale. Oder wenn es halt mal wirklich ruppig wird in einem Steinfeld oder so. Das ist extrem wichtig. Wo es möglich ist, fahrt mit der aktivierten Ferse. Auch dazu sage ich was in dem 5 Grundübungen Video. Denn durch die aktivierte Ferse seid ihr im Bike und könnt die Pedale nicht verlieren. Alternativ, wenn ihr euch in der Luft komplett streckt, dann halt die hängenden Zehen vorne. Auch dann kann man hier, ich kann das Rad sogar damit hochheben, die Pedale nicht mehr verlieren. Das ist eigentlich schon alles. Es ist oft ein Körperspannungsproblem, weil bei den Händen hat das Problem ja komischerweise keiner. Oder macht ihr dann beim Sprung auch die Hände so auf? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das heißt, dass die hängende Ferse, das müsst ihr echt super üben. Dafür könnt ihr zu Hause einfach an eine Wand oder euer Fahrrad nehmen und einfach mal so die Achillessehne mal kurz dehnen, damit die wirklich gedehnt ist. Also wenn ich krass Downhill fahre oder weiß, es ist echt rumpelig oder habe Sorge bei einem großen Step Down, dass ich die Pedale verliere, dann ist mein Fuß tatsächlich so aktiviert. So. Und dann kann man die Pedale nicht mehr verlieren. Das ist tatsächlich leider, lieber Leute, der einzige Grund, warum ihr eure Pedale verliert. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Ihr habt es gerade gesehen, das klassische Problem, deswegen hatte ich mal eine GoPro an, in der Landung wackelt der Lenker so. Wenn ihr genau aufs GoPro-Feld achtet, habe ich zwei Sachen eigentlich nur gemacht, warum der Lenker wackelt. Viele denken, der Lenker wackelt, weil ich zu viel im Rad mache, weil ich zu aktiv bin, weil ich ziehe oder weiß Gott was. Aber lasst es euch gesagt sein, laut meiner Erfahrung, bei 9 von 10 Leuten liegt das Lenkerwackeln in der Landung beim Springen oder im Springen nur an einer Sache und das ist euer Blick. Der körperrotierende Blick muss dahin gucken, wo ihr hin wollt. Man kann das gar nicht oft genug betonen, weil guckt es euch mal von der Seite an. Ja, ich bin Greg Minar, ich gucke, wo ich hin will. Und jetzt
bin ich Klaus Meier sowieso, der sagt, oh, ich muss mal gucken, wo mein Vorderrad landet. Zack. Die ganze Schulterpartie, alles geht runter und das Rad weiß in dem Moment nicht mehr, wo es hin soll. Vergleichbar mit dem Auto auf der Autobahn, wo ihr ja auch nicht guckt wie beim Einparken, sondern ihr guckt weit voraus, wo ihr hin wollt. Beim Auto machen es alle, beim Fahrradfahren leider nicht. Oder mein klassisches Beispiel, das Treppenlaufen. Läufst du eine Treppe schnell hoch, guckst du oben zur nächsten Geschosswand und nicht auf die Stufen. Warum gucken wir Mountainbiker immer wieder ins Elend? Wenn wir denken, wir fliegen aus der Kurve, gucken wir genau dahin, wo wir denken, dass wir aus der Kurve fliegen. Wenn wir denken, in der Landung stürzen wir, gucken wir genau in die Landung. Dabei, Leute, guckt einfach dahin, wo ihr hin wollt, weil man sieht das schön auch so von vorne. Wenn ich jetzt nach vorne gucke, ist die Schulter gerade und will auch nach vorne. Sobald ich anfange, hier so zu machen, weiß die Schulter gar nicht mehr, wo sie hin soll. Dasselbe zieht übrigens auch für Schlepplifte. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Ja, Leute, der nächste Punkt, ihr kennt ihn vielleicht, der böse, böse rechte Zeigefinger. Ihr wollt ihn eigentlich fahren, den Sprung, ihr seid gut im Flow, ihr fühlt euch gut, aber dann geht ihr doch wieder nach hinten und bremst. Ihr geht natürlich nach hinten, weil die Bremsung euren Körper nach vorne bringt. All das bringt eine mega Irritation in eure Flugkurve. Ihr macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Versucht einfach mal, wir werden dazu übrigens ein extra Video machen. Dann also achtet, beobachtet diesen Kanal, Hashtag alle 14 Tage. Warum man dann sowas erstmal lernen sollte, in einer passiven Technik im aktiven Kniebeugen-Gorilla zu springen. Weil dann bin ich in der Mitte im Bike. Sobald man auch nur ansatzweise aus der Mitte geht, wird das Kicken, was normalerweise nur das Hinterrad betrifft, auf den Körper übertragen. Und dann fühlt sich ein Sprung wirklich nicht schön an. Speed ist definitiv beim Springen euer Freund, weil bis 25 km/h fällt euer Rad wie ein Sack Kartoffeln runter. Erst wenn das Trikot anfängt zu flattern, bekommt das Rad in der Luft eine Eigenstabilität. Das heißt, tastet euch ran und anstatt am Rad rumzuzubbeln bei Sprüngen, um zu versuchen weiterzuspringen, solltet ihr versuchen, mal echt weniger zu bremsen und einfach in der Neutralposition den Speed, den so eine Leine aufbaut, einfach mal zuzulassen und dann im Gorilla mit Blick voraus, denkt immer an Greg Minar, mit Blick voraus, einfach nur mal passiv drüber zu springen. Machen wir aber ein extra Video für, weil das ist ein Thema für sich, warum passiv springen für Anfänger gerade meiner Meinung nach eine super Technik ist, auch um Ängste zu verlieren. Und man darf eins nicht vergessen, jede Technik, die ich aktiv nutze, selbst das Schieben, was ich euch heute gezeigt habe, bringt ja eher eine Kurvenveränderung nach oben. Also das, wo die meisten vor Angst haben, nämlich vor der harten Landung, wird dann immer härter, je höher man geht. Je mehr man mit Speed springt, je flacher wird die Kurve und man hat dann quasi kaum noch Federweg und hat auch kaum Kräfte, die man irgendwie auffangen muss. Deswegen mein Tipp, übt ohne Bremsen springen. Das heißt, wenn ihr anfahrt, dann lasst die Finger, fahrt Deathgrip, bis ihr fertig gelandet seid. Ihr braucht in der Luft keine Bremse, weil ihr seid keine Pro-Motocrosser, die mit den Bremsen irgendwie das Rad runterholen oder sowas. Nein, lasst es einfach und lasst den Speed mal zu. Das ist mein Tipp, den ich euch unbedingt auch noch geben wollte, weil das Problem haben auch viele mir geschrieben. Jetzt gesehen, mein Rad ging in der Luft so zur Seite. Jetzt könnte man sagen, ja prima, er wollte wippen. Nein, viele von euch haben das Problem und schreiben mich an, hör mal du, mein Rad geht immer in der Luft zur Seite und das fühlt sich scheiße an. Oh, habe ich scheiße gesagt? Das fühlt sich suboptimal an. Mein Tipp dann, Leute, filmt euch mal selber. Ihr habt wahrscheinlich gar keine ausgeprägte Mittenposition in den Pedalen. Sobald ich eine Pedale ein bisschen hängen lasse, ja, dann geht meine Hüfte leicht rüber und wo die Hüfte hingeht, geht das Fahrrad hin. Das heißt, bei den meisten, wo der Hinterbau sich bewegt, obwohl sie das nicht wollen, also sie wollen keinen Wipp machen, liegt es daran, dass die Pedalen nicht pingelig genau in der Horizontalen sind, sondern eine etwas tiefer ist und daher dreht sich dann die Hüfte und das Rad dreht sich. Achtet da mal selber drauf, ist ein total kleiner Punkt, den ihr leicht beheben könnt. Wenn ihr es nicht schafft, das in der Gorilla-Position beheben, dann versucht mal Sprünge zu machen und seid komplett gestreckt, weil dann, wenn ihr euch komplett streckt, gibt es diesen Fehler nicht, weil wenn beide Beine ausgestreckt sind, ist die Pedale immer in der Waagerechten. Es sei denn, ein Bein von euch ist 5 cm länger als das andere. In diesem Sinne, das die 5 Übungen,
Und ich freue mich schon auf das nächste Video, wenn ihr wieder einschaltet. Euer Thomas von Free and Ride.